So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Ja, warum ich nicht schon eher ein Video gemacht habe, liegt daran, dass mein nettes Aufnahmeprogramm der Meinung war, nö, nicht nehme ich auf, kannst mal knicken. Dann hatte ich wieder mal Probleme mit dem netten, ja, mit meinem netten Mikro. Ja. Außerdem war Mutter Natur auch der Meinung, ne, du nimmst nicht auf. Ich gewitter hier mal ein bisschen rum. Ja. Und daher kommt es erst jetzt. Ja, leider. Tut mir leid. Gut, was hatten wir das letzte Mal eigentlich gemacht? Das ist eine gute Frage. Wir haben, glaube ich, die Menschen wieder zu... Ja, wir haben die Menschen zurückgebracht, sind in dieses Dorf hier gelandet, haben Nomaden kennengelernt, die sehr nett waren. Naja, die eigentlich rausgeschmissen haben. Ja. Und wir sind auf... ich habe seinen Namen vergessen. Lord Kamari, glaube ich, hieß der, getroffen und auf so einen alten Mann, der seine Enkelin sucht, beziehungsweise sich Sorgen um sie macht. Ja, dann wollen wir ihn mal anlabern und mal gucken, was so, ja... Okay, gut, ich weiß die ersten paar Minuten, was kommt. Daher wird es für mich jetzt so kein... Also nicht blind sein. Zumindest in den ersten... Ich glaube, die ersten 10 Minuten, ja. Gut, dann... Fangen wir an. Lauf. Hi. Du bist Ark. Lord... Ach, Kumari, nicht Kamari. Lord Kumari erzählte bereits von dir. Ich sprach gerade von meiner Enkelin. Ihr Name ist Mei Ling. Sie lebte mit ihren Eltern in Luran. Doch dann kam der Krieg. Jetzt lebt sie bei mir, doch sie vermisst ihre getöteten Eltern. Daher spielt sie den ganzen Tag in den Ruinen Luras. Wo Lura liegt, in der Wüste nordöstlich von hier. So sagt man zumindestens. Ich war noch nie dort. Merlin hat mir nie den Weg verraten. Ja, netter Großvater. Ark, das Schicksal hat Mayo und dich zusammengeführt. Mayos Ankunft nach deinem Erwachen ist ein bedeutsames Zeichen. Bist du bereit, mit deinen Kräften Mayo und Mei Ling zu helfen? Ja, wir haben ja keine andere Wahl, würde ich mal so sagen. Ne? Dann machen wir uns auf den Weg und ich hoffe, dass ich mein Mikro jetzt nicht zu laut eingestellt habe. Sonst habe ich ein Problem und ich renne gerade in die falsche Richtung, sehe ich gerade. Wow. Ja, ja. Immer diese netten... verwinkelten Wege. Wir machen es einfach und springen runter. So, rums. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Latsch, latsch, latsch. Ein bisschen schneller. Oh, ich habe die Musik so laut. Oh, das tut ja an den Ohren weh. Oh, kleinen Moment. So. Ah, schon angenehmer. So, hier müsste das irgendwo sein und hier müsste die Kleine jetzt kommen. Boah! Ein Sandsturm! Ich kann kaum etwas sehen. Hey! Du, bleib mal hier. Warte. Wer war das? Warte. So. Da wären wir schon. Auch wenn ich eben gerade aus Versehen den Text weggeklickt habe. So, dann reden wir mit den Leuten und besuchen wir dann Melin. Das soll eine verlorene Stadt sein. Wovon sprichst du? Nein, da will ich noch nicht hin. Wir... da kommen wir nicht hin. Okay, gut. Hey, ups. Ich wollte nicht durch dich durchrennen. Merkwürdig. Nur tagsüber sind alle Leute glücklich. Alles scheint nur eine Illusion zu sein. Ja, das hat dein Kumpel auch schon gesagt. Du bist ein Reisender?
Ich wurde früher als Mönch ausgebildet. Ich fühle, dass die Dunkelheit diese Stadt bedroht. Ich bin schwach, blieb aber hier, um andere zu warnen. Netter Mann. Freut dich. Wer weiß, was morgen geschieht. Naja. Ich hab hier Weifernamen. Gucken wir mal noch hier rein. Red mit mir. Ein Rat schreibt. Einige Dämonen kämpfen in Formationen. Um sie zu besiegen, brauchst du eine schlagkräftige Waffe. Nutze den Flammenspeer, um Monster an kalten Städten zu bekämpfen. Jo, merken wir uns. Ich werde es eh wieder vergessen. Okay, hier ist ein Laden, da können wir jetzt noch nichts kaufen. So. Latschen wir noch hier hin. Ich plane hier einen Eingang, falls ich durch die massive Mauer komme. Zum Spaß. Nee, nee. Da will ich noch nicht hin. Da müssen wir sowieso gleich hin. So. Ach halt, den habe ich vergessen anzulabern. Reisender? Suchst du ein Hotel? Oder ist ja ein alter Mann? Oh, das war jetzt die falsche Antwort, aber egal. Ich bin müde. Gibt es ein Hotel? Du findest es auf der linken Seite. Nicht weit entfernt von hier. Die Mauern geben Schutz vor Sandstürmen. Und verwirrten Fremden. Hä? Die Mauer geben Schutz vor... Egal. Nein, ich will wissen, wo Mayling ist. Ich suche kein Hotel. Weißt du vielleicht, wo Mayling wohnt? Mayling? Geh vom Dorfplatz aus nach links. Sie wohnt hinter Temling. Du kannst hier alle Häuser besuchen. Wir sind wie eine Familie. Ja. Gut, dann laufen wir mal da runter. Oh, nicht raus. Runter. So weiter. So. Ja, schön, das brauche ich nicht, ich weiß. So. Hi, Temling. So, dieses Mal werde ich die andere Antwort nehmen. Also, ihr werdet gleich sehen, der Typ hier wird uns was fragen. Und ich habe bei der letzten Aufnahme die andere Antwort genommen und habe so das nicht bekommen. Mal gucken, wenn ich die andere Antwort nehme, ob wir das dann doch bekommen. Mal schauen. Ich heiße Temling und bin der reichste Mann in ganz Lura. Dennoch bereitet mir etwas Sorge. Willst du hören, was mich bedrückt? Jo, klar. Was bedrückt dich? Ich sorge mich darum, was aus meinem Vermögen nach meinem Tod wird. Was soll ich nur tun? Nimm es mit, gib es mir. Also das hatte ich letztes Mal genommen, gib es mir. Da wurde er ziemlich patzig und wollte dann noch nicht mehr mit mir reden. Na, ich hätte sein Geld gern genommen. Aber da wir jetzt dieses Mal ein bisschen sozial sind, nehmen wir einfach nimm es mit. Vielleicht haben wir so die Chance, es später irgendwie zu bekommen. Vielleicht gibt er uns aus Nettheit was ab. Mal gucken. Ganz einfach. Nimm es mit ins Grab. Es ist dein Geld. Das ist ein guter Vorschlag, Fremder. Danke. Jetzt muss ich mir nicht mehr andauernd Gedanken machen. Ich krieg dafür nichts, oder nicht? Ich nehme mein Geld mit ins Grab. Das ist ein gutes Gefühl. Puh. Jetzt muss ja mal ruhig aus Freundlichkeit so ganz sozialerweise mal was schenken können. Nur so. Den ganzen Tag. Ich schufte. Niemand dankt es mir. Ich sprach mit mir selbst. Vergiss, was ich sagte. Nö. Maylings Haus liegt direkt hinter diesem. Geh durch die Hintertür zu Mayling. Das geht schneller. Ja, aber wir gehen erst hier runter. Wir wollen uns ja alles angucken. So, achso, hier war nichts. Gut. Ja, ein Kamin. So. Dann besuchen wir mal Maylings Eltern. Hallo, Mama. Bist du auf der Reise?
Wir haben nicht viel, doch sei unser Gast. Oder willst du etwas Bestimmtes? Wo ist Melling? Ich suche nach dem Mädchen Melling. Ein Freund von Melling? Sie ist zu Hause. Kriech doch in den Kamin hinein. Ja, da habe ich mich das erste Mal richtig gewundert. Kamin? Kriechen? Okay, gut. Warum leben manche Leute hinter einem Kamin? Naja. Willkommen. Wenn du möchtest, erzähle ich dir von dieser Stadt. Dann erzähl mal. Viele Reisende kommen nach Luran. Hier in der Wüste gibt es keine reiche Ernte, aber wir haben Taler. Dank der Taler können wir zufrieden und glücklich leben. Dann rück mal was raus. Schenk mir was. Ich lebe hier mit Frau und Tochter. Mehr brauche ich nicht. Wenn du das Geld nicht brauchst, dann kannst du es gerne mir geben. Ne? Oder nicht? Sehr sozial. So. Ein Kristall, meiner. So. Dann klettern wir da jetzt hoch. Beziehungsweise runter. Runter durch. So. Ah, ich mag den Hund. Ich will einen Hund haben. Hätte aber einen komischen Namen. Heul. Heul. Jetzt sagst du diesmal nichts. Oh gut. Was willst du? Wer hat dich geschickt? War es Mayo? Ich lebe hier mit meinen Eltern und bin glücklich. Das ist mein Zimmer. Hast du nichts zu suchen? Mir sagst du nicht? Verschwinde. Verlass auf der Stelle die Stadt. Hä, das letzte Mal hatte doch... Ah, ich wollte sagen, das letzte Mal kam doch da noch was. Debbie, lass ihn los. Komm her. Es lief zwar vorhin letztes Mal ein bisschen anders ab. Da hat mich erst der Hund irgendwie festgehalten und dann konnte ich erst mit ihr reden. Und jetzt war es mal andersrum. Ach gut. Gut. So. Dann legen wir uns jetzt pennen. Und ab da ist es auch wieder blind. Weil Lapia hat ja meistens immer netterweise die Folge abgebrochen. Bis jetzt tut er es nicht, hoffe ich jedenfalls. Oh Mann, Mann, Mann. Technik, die mich begeistert. Du musst erschöpft sein. Ich habe dir ein Bett bereitet. Ruh dich aus. Ey, die Leute sind voll sozial hier. Red mit mir. Es spielt keine Rolle, wo du herkommst. Genieße jeden Tag. Da hat er recht. Das stimmt. Man sollte jeden Tag genießen. Und hier nicht. Und hier lang. So, noch mit dir reden? Auch wenn ich deinen Namen schon wieder vergessen habe. Oh, du bist ein Gast. Ich bin Heidi. Das, ist das nicht eine nette Stadt? Alle sind so freundlich. Bleib doch. Ja, bleib ich sowieso. Ja, dann geh mal schlafen. Und ich werde indessen... Oh, ach, mal was trinken. So. Ja, ja, geht gleich weiter, Fluffy. Oh Gott. Hey, Ack! Oh, das war viel zu laut fürs Mikro. Na, klasse. Hey, Ack! Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, dieser Geruch. Es riecht nach verfaultem Fleisch. Ja, falsch das. Ich wollte rennen. Ich will nur die Truhe, ja. Na, davon habe ich schon reichlich. Dann nimm mich. Lebende Leichen. Ack, nun zeigt Luran sein wahres Gesicht. Eine Leichenstadt. Ein Zauberer sollte alle Besucher täuschen. Ein Zauber, nicht Zauberer. Lass uns von hier verschwinden. Wenn du der Meinung bist. Geh weg. Geh weg. So, dann, wie geht's nach unten? Gut. Uah. Oh, du blödes Vieh.